Hi, gute Leute, willkommen zurück zur zweiten Folge heute am Sonntag. Hofbergmann, so ist es. Ja, immer noch die Version mit dem Gülle-System, ist nur mal so am Rande. Stört mich momentan ja nicht, weil es so oft nicht braucht. Und ich weiß auch gar nicht, ob das die neue Version, die Snooki Snooter gespielt hatte, ich habe mir das noch nicht anschauen können, ob das tatsächlich die ist, wo man sich raussuchen kann, ob mit oder ohne Geschleicheltes. So, wir fahren jetzt erstmal den Rapsverhöker hier. Das war das letzte Mal das meiste Geld von auf dem Pferdehof. Wie sieht es da mal damit aus momentan, so Raps? Immer noch, ne? Also fahren wir mal zum Pferdehof Fuchshausen. So, wenn wir das gemacht haben, fahren wir unseren Drescher rein. Gekrüppert wird momentan noch auf dem Feld Rob 4, glaube ich. Das macht CP und das den Mais einsehen, das machen wir dann auch gleich. Zusammen wieder mit GPS, wenn es wieder funktioniert. Immer Lotteriespiel. Naja, wir müssten jetzt eigentlich funktionieren. So, aber wir müssen erstmal jetzt unsere Sache hier, auch unseren Gator müssen wir vom Acker mal wegfahren dann. Ne? Da unten habe ich den Variant hingestellt. Saatgutnachschub. Ne? So nennt man das, glaube ich. Da kommt eh kein Auto, brauchst nicht Kugelmann. Ah, egal. Lieber mal einmal mehr geguckt als einmal zu wenig. Ganz wichtig. Ja. So, auf geht's. Hammer down, my friend. Die Tiere sind eigentlich noch ganz gut versorgt, alle zusammen. Was halt, na gut, spiele ich auch nur meistens spiele ich ja nur mit der in Echtzeit. Das heißt, die Schafwolle und so Sache, das dauert ein bisschen länger. Ich lasse auch jetzt die Echtzeit mal, weil wir haben 20 vor 7 im Spiel. Ich will nicht auch noch, dass es hier, wie auf der Rade auch, wieder dunkel wird. Das heißt, wir machen jetzt diese Aufnahme fertig. Gucken mal, wie weit die so sind. Wahrscheinlich machen wir dann das Feld 5 fertig mit dem Mais einsehen. Das mache ich auf jeden, will ich auf jeden Fall jetzt diese Folge noch machen. Wenn es nicht ganz hinhaut, mache ich es offline fertig. Dass ich dann die Nacht überspringen kann. So. Noch einmal mit Gefühl, das war dann die letzte Ladung, die wir vor dem nächsten Erntedurchgang verkaufen können. So, jetzt bin ich schon mal gespannt. Die Spiegel passen eigentlich ganz cool. Aber das war jetzt zu weit eingeschlagen, glaube ich, oder? Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Yeah, baby. Ja, und noch so ein Feld wäre ganz cool. Aber das größte Feld hier auf der Karte kann ich mir unmöglich kaufen. Das wird wohl über Millionen kosten. Schätze ich mal. So, du fährst bitte zum Hof Silo. Genau. So, den brauchen wir gleich. Den auch noch nicht. So, jenen. Was mir ein bisschen seltsam ist, jetzt glaube ich den zusammen. Ja, was ja Sinn und Zweck ist, wenn man so ein bisschen fährt. Wenn ich den nächsten Spielstand lade und switche auf den Drescher hier, dann könnt ihr davon ausgehen, dass wieder aufgeklappt ist. Warum das so ist, ich kann es euch nicht sagen. Keine Ahnung. I don't have irgendeine Ahnung, ne? Auf jeden Fall, ne, habe ich wieder mal Bock auf die Maisstrohballen. Gülle weiß ich jetzt nicht. Gut, Gülle kriegen wir auf jeden Fall genug.
Die Schweine haben wir ja, wir haben die Kühe. Und wenn wir dann die Nacht überspringen, dann haben wir wieder einiges produziert. Hoffe ich dann doch mal, ne? So. Oh, der müsste repariert werden und braucht Sprit. Das müssen wir dann das nächste Mal auf jeden Fall machen, vor der nächsten Ernte, wenn wir dran denken. So. Gut, da ist der schon mal wieder zurück im Hof. Ja, der ist hier böse am Gruppen. Ich hoffe, dass er keine Ahnung, was er macht. Ich gehe mal schnell weg. So, hier ist noch nichts gewachsen. Vielleicht am nächsten Tag abwarten. Den brauche ich noch nicht. Den. Zum Hof Wohnhaus. So, aber jetzt, nein, doch nicht. Ah, du bist blockiert, das wäre ungünstig und gemein, ne? Ach, Moment, den könnte ich noch mal, ob das jetzt vielleicht wieder ein bisschen was drin ist. Ah, jetzt, wenn ich ihn jetzt umsonst. Wobei, umsonst ist es ja gar nicht. Wenn ich vorspule, kann man das raufholen. Also, ich schicke den mal zur Kornmühle. Mal gucken, vielleicht beim Vorspulen am nächsten Ingame-Tag. Kriegen wir vielleicht wieder genug? Also in dem Fall hierfür, ihr seht es ja, finde ich Autodrive absolut praktisch. Und so, Mais ist angesagt. Jetzt hoffen wir mal. Genau. Automatische Breite 8,80. Das war 0 Grad, dann müssen wir noch ein bisschen rüberschieben vielleicht. Ne? So. Und ab geht's. Und das mache ich auch. Ja, das packen wir noch. Das machen wir auf jeden Fall noch fertig. Ich hoffe auch, dass der Waldram im Kruberie. Ja, auch soweit fertig werden in der Folge. Gerade gedacht, vielleicht machen wir doch auf die 3 dann den anderen Mais und nehmen hier die beiden nebeneinander liegenden, die 13 und die 15, als Sojabohnenfelder. Da haben wir nicht so Hin- und Herfahrerei, das wäre vielleicht ganz praktikabel. Nicht Heidi-Kabel oder Elektrokabel, sondern praktikabel. It's my party and I die if I want to. So. Ah, entspannt zurücklehne. Das ist immer das Schöne mit GPS, ja. Und mit dem Tempomaten. Oh, den habe ich jetzt gerade an. Fällt mir gerade auf. Und das hat nicht ganz gereicht, ja. Haben wir zu früh aufgehört? Ei. Das macht nichts. Die paar Zentimeter da. Die meisten wissen ja, auf ein paar Zentimeter kommt es gar nicht an. Der Kaffee war auch schon kalt. Oder anders gesagt, der war auch schon mal wärmer. Und da wurde der wärmer. Nee, ich habe jetzt keine Zeit für dich, du neuner Deutz. Bei der Kornmühle. Ich will das jetzt fertig haben, weil ich will definitiv dieses Feld eingesät haben, bevor ich irgendwie vorspule oder sonst was mache. So. Und was wir auf jeden Fall auch nochmal machen, oder ja,
Vielleicht mache ich es auch offline noch schnell. Ich guck mal, was so die anderen Felder noch kosten. Ihr wisst ja, meine Anstrengung hier auf der Karte ist vor allen Dingen, alle Felder zu besitzen. Ja. Und da kommen wir auch ganz langsam hin. Also wenn ich das so überlege, was mir jetzt mittlerweile ziemlich oft und ziemlich die Zeit wird halt immer öfter, oder die Momente, wie sagt man das da, verdammte Kacke? Auf jeden Fall, es kommt immer öfter vor, dass wir Sachen verkaufen können und dass wir halt immer schneller Geld verdienen. Und dann klappt ja der Plan. Ja? Wir sind auch jetzt wir sind kurz vor der 300. Hofbergmann-Folge auf meinem Kanal hier. Das ist ja mal ne Hammer. Und ja, auf der Rade, die Ziele, die wir dort haben, mit alle Kuhweiden besitzen und dann voll machen mit Kühen, die erste haben wir auch schon mal. Also es geht überall bergauf, ne? Was mich jetzt halt ein bisschen, ja nicht ärgert, aber was ich halt ein bisschen schade finde, dass die Stappenbach sich nochmal verzögert hat. Weil ich hätte gerne, auch für mich selbst, wieder einmal ein neues Projekt angefangen. Das habe ich ja schon erwähnt, ne, dass ich dann, habe ich ja erwähnt, dass ich dann, auch was anderes mal machen will, ne? So, was pass mal auf. GPS aus, machen wir den Deckel auf, den anderen. Und jetzt sind wir nämlich gerade hier vorne. Ich hätte noch ein bisschen vorfahren müssen, sehe ich gerade, egal. Das wird nicht so schlimm sein. So, jetzt hoffen wir nur, dass wir unseren Trigger hier kriegen. Perfekt. Ja, also, ULWAD, sicher, ich weiß, dass der Variant nur gemietet ist hier. Aber in meinem Auge lohnt sich der auf jeden Fall. So. Deckel zu. Und weiter geht's. Wo ist der Grupp? Ach, der hat noch ein bisschen zu tun. Der Grupperfahrer, der braucht noch einen Moment. Uno momento, per favore. So, ja, so mittlerweile, weil ich das gerade gesagt habe, ne? So mittel im Moment, oder immer mehr. Besteht dann die Hoffnung, dass man doch in Urlaub fahren kann, ja. Die Reisebeschränkungen werden ja aufgehoben jetzt Mitte des Monats, beziehungsweise Ende nächster Woche schon. 7 plus 14, genau. Heute in der Woche, praktisch dann montags danach, kann man wieder fahren, wohin man möchte, was ich sehr gut finde, neben Bikes, ja. Und, jo, und dann kann man sich ja schon mal jetzt vorbereiten, dass man vielleicht doch irgendwo hinfährt, wo es schön ist. Ja? Also ich meine, zu Hause ist auch schön, Gottes Wille, nicht falsch verstehe. Wo man aber mal was anderes sieht. Ja? Und ich habe es ja schon gesagt, bleib ich halt zu Hause, spare ich Geld. Und ich habe ja auch zu Hause noch Abba hier mit Einfahrt und Terrasse machen und solche Sachen. Ne? Aber ganz ehrlich, wenn ich dann sehe, wann nächstes Jahr Sommerferien sind, die sind nämlich relativ spät nächstes Jahr, und dann dieses Jahr nicht wegfahren und dann nochmal 13 Monate warten, bis man sich entspannen kann, so AI-mäßig, ne? Nö, dann bin ich doch ganz sonst froh, dass man vielleicht dann doch dieses Jahr
wenigstens mal kurz irgendwo was anderes sieht und auch mal keinen Timer hört, wenn man zu lang gelabert hat. Ne? Gut, Leute, dann war es das von der zweiten Folge für den Moment. Ich mache hier das Feld schnell fertig und dann, wenn ich es dagegen habe, werde ich dann vorspulen zum nächsten Tag, weil jetzt nochmal, jetzt haben wir 10 vor 7 im Game, jetzt nochmal hier eine ganze Folge, das wird mir zu dunkel. Ja, und in dem Fall kann man es ja so machen, weil dann ein Feld, wie das hier zum Beispiel, ist ja dann mal komplett eingesät. Und man hat hier nichts, wie soll ich das sagen? Man hat hier nichts, zeitlich Versetztes am Wachsen, oder wie man das sagt, ne? Dann ist das ganz okay so. Also, dann danke fürs Zuschauen, vor allen Dingen, der hat auch noch zu tun. Fürs Zuschauen, der Grubberfahrer wird in der nächsten Folge auch noch zu tun haben, nur am nächsten Tag. Sieht ein bisschen doof aus, ist aber so. Und danke fürs Zusehen, wenn ihr Bock habt, ne? Däumchen und bis später, macht's gut, tschüssi.